Hey und willkommen zurück zu einem neuen Animal Crossing New Horizons Video. Ihr kennt es alle, ihr habt bereits 10 Bewohner auf eurer Insel und würdet gerne ein paar davon austauschen, könnt aber mit der Anzahl an Bewohnern auf eurer Insel nicht mehr auf die Suche gehen. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr auch ohne Amiibos einen Bewohner gezielt aus eurer Insel verscheuchen könnt. Stellt sicher, das ganze Video zuerst zu schauen, bevor ihr mit diesem Tipp loslegt, da sonst Fehler entstehen können, welche euch noch mehr zurückwerfen und Zeit kosten könnten. Denkt außerdem daran, mir eine positive Bewertung dazulassen, um mein Content noch mehr zu supporten. Ich danke euch. Folgende Bewohner werden nicht fragen, ob sie in Zukunft ausziehen sollen. Erstens, der neue Bewohner auf der Insel. Zweitens, ein Bewohner, der in den nächsten 7 Tagen Geburtstag hat. Drittens, der letzte Bewohner, welchen ihr zum Bleiben überredet habt. Und viertens, ein Bewohner, dessen Haus gerade versetzt wird oder dessen Umzugskit ihr gerade im Inventar habt. Geht sicher, dass keines der genannten Kriterien auf euren gezielten Bewohner zutreffen und dann könnt ihr direkt loslegen. Als ersten Schritt sprecht ihr mit ca. 3 Bewohnern. Dabei ist es vollkommen egal, ob ihr mit einem Bewohner sprecht, den ihr behalten wollt oder ob es der ist, welchen ihr verjagen wollt. Speichert dann das Spiel und beendet es. Nun geht ihr in die Systemoption eurer Switch, scrollt runter auf das Menü namens Konsole und dann auf Datum und Uhrzeit. Spult jetzt die Zeit eurer Switch um mindestens einen Tag und einen Monat nach vorn. Der Grund für diese genaue Zeitumstellung ist, dass man nach einem Monat und einem Tag die höchste Chance hat, dass ein Bewohner ausziehen möchte. Sobald ihr euer Haus verlasst, könnt ihr das Spiel anschließend wieder speichern und beenden. Geht nun wieder in eure Systemeinstellung und stellt die Zeit nun wieder zurück auf eure Zeit. Achtet dabei jedoch darauf, auf den nächstgelegenen Montag zu skippen, damit ihr die ganze Woche ganz ausnutzen könnt. Startet nun euer Spiel und sucht eure Insel ab. Meistens stehen die Bewohner, die ausziehen wollen, nach meinem Empfinden um ihr Haus oder das Rathaus herum. Zu erkennen sind ausziehende Bewohner hauptsächlich an ihrer nachdenklichen Position oder einer Sprechblase über den Kopf. Sollte es sich um den Bewohner handeln, welchen ihr weghaben wollt, dann herzlichen Glückwunsch. Sprecht diesen an und ermutigt ihn auszuziehen. Am nächsten Tag wird Melinda verkünden, dass der Bewohner ausziehen wird und er wird in seinem Haus auf Umzugskisten sitzen. Nun gibt es allerdings noch 2 verschiedene Szenarien, die sich stattdessen auch noch abspielen könnten. Der falsche Bewohner könnte beispielsweise ausziehen wollen. Wenn jemand ausziehen möchte, den ihr auf jeden Fall auf eurer Insel behalten wollt, sprecht ihn am besten gar nicht erst an, sondern schließt das Spiel ohne zu speichern. Falls ihr ihn bereits angesprochen habt, wählt keine der beiden Optionen aus und schließt das Spiel auch direkt ohne zu speichern. Wenn ihr einen Bewohner bittet zu bleiben, will für die nächsten 5 Tage keiner mehr ausziehen und das gilt natürlich zu vermeiden. Sobald ihr, wie in diesem Szenario, das Spiel dann geschlossen habt, geht ihr in eure Systemeinstellung und spult einen Tag nach vorne. Startet dann euer Spiel und wiederholt den ganzen Prozess. Das letzte von den genannten Szenarien wäre, dass keiner eurer Bewohner ausziehen möchte. Solltet ihr keinen Bewohner finden, der ausziehen will, schließt das Spiel auch einfach ohne zu speichern und spult einfach wieder einen Tag nach vorn. Macht das so lange, bis ihr einen nachdenklichen Bewohner mit einer Sprechblase über dem Kopf findet. Wichtig zu sagen ist noch, dass am Tag nach dem Auszug ein zufälliger Bewohner das Haus für sich beanspruchen wird. Um das zu vermeiden, stellt ihr bitte sicher, genug Meilentickets für eine Bewohnersuche beiseite gelegt zu haben oder bei einem Freund bereits einen Bewohner auf Kisten sitzen zu haben. So, das war alles bezüglich dem gezielten Rauskippen der Bewohner. Denkt daran, bei Bedarf auch gerne eine positive Bewertung zu hinterlassen und den Kanal zu abonnieren.